Die Theresienkapelle in Singen am Hohen Twiel scheint auf den ersten Blick wie eine der Wegkapellen, die der heiligen Theresia vom Kinde Jesu oder Lisieux gewidmet sind. Heute nähert man sich der Singener Theresienkapelle von Osten. Ursprünglich erfolgte der Zugang ausschließlich von Westen. Ein Weg aus Waschbetonplatten deutet dies heute noch an. Wie kam es zu dieser Umorientierung? Nördlich des Kapellengeländes wurde 1941 eines von mehreren Zwangsarbeiterlagern, eine Brackensiedlung, für die ortsansässigen Industrien errichtet. Lebensmittel- und Metallproduktion waren in den Prozess der kriegswichtigen Waren eingebunden, mit Dauernahrung für die Front und vor allem Rüstungsgütern. Da Männer im wehrtüchtigen Alter im Krieg waren, die Arbeitsabläufe allein nicht durch Frauen gesichert werden konnten, warb man in den von Deutschland besetzten Gebieten Arbeitskräfte an und rekrutierte sie auch mit Gewalt. Hier im Lager lebten vor allem Ostarbeiter, wie sie in der damaligen Terminologie genannt wurden. Nach dem Krieg wurde das Zwangsarbeiterlager aufgelassen und zur Unterbringung von deutschen Kriegsgefangenen unter französischer Besatzung weitergenutzt. Gemäß Haager und Genfer Konventionen, ein Regelwerk für Kriegsparteien, stand den Kriegsgefangenen die Ausübung ihrer Religion zu. Gottesdienste wurden in einer Baracke abgehalten. Die erste Lagerleitung waltete als strenges Regime. Bedingt durch allgemeinen Mangel, sowohl in Frankreich, das in großen Teilen bis 1944 von Deutschland besetzt und ausgebeutet worden war, als auch im kapitulierten Deutschland, kam es zu Hungernot im Lager, weswegen es Hungerlager genannt wurde. Spenden der Einheimischen und aus der unmittelbar benachbarten Schweiz linderten ein wenig die Bedingungen. Mit dem zweiten Lagerkommandanten Jean Le Pen de Ligny änderte sich das Klima im Lager. Es wurden ein Orchester, eine Theatergruppe, eine Fußballmannschaft gegründet, ein Gewächshaus für die Blumenaufzucht angelegt. Einnahmen aus auswärtigen Aufführungen und Spielen kamen den Kriegsgefangenen und sogar ihren Familien zugute. 1946 wurde auf Anregung und mit großer Unterstützung von Le Pen de Ligny mit dem Bau der Theresienkapelle in Festbauweise begonnen. Alles in Eigenleistung der Gefangenen. Der Kommandant organisierte beispielsweise Brennmaterial und Arbeitskräfte für die Ziegelei im Gegenzug für Backsteine. Nicht nur das Gebäude entstand von der Hand der Kriegsgefangenen, sondern auch die Innenausstattung. Als Materialien bediente man sich an Rohstoffen der vor Ort ansässigen Industrien. Bandeisen wurden zu Kandelabern und Leuchtern, Aluminiumschüsseln zu Lampenschalen, Messingplatten zu Weihwasserbecken oder Tabernakeldekorationen und einem Osterleuchter. Umarbeitungen von Kriegsmaterialien durch Soldaten zu ziviler Grabenkunst sind seit dem Ersten Weltkrieg bekannt. Ein Gefangener im Lager hatte eine künstlerische Ausbildung. Von seiner Hand stammten ursprünglich auch bemalte Glasfenster. Die Originale gingen verloren aufgrund der einfachen Materialien und durch Vandalismus nach Auflösung des Lagers 1948. Schwarz-Weiß-Fotos überlieferten den Bestand dieser Fenster, mittels derer sie seit 2003 rekonstruiert wurden. Die Fenster zeigen Episoden aus der Vita Jesu mit starken Bezügen zum Erleben der Gefangenen, wie Porträtköpfe in den Szenen bezeugen. So unter anderem das Bild Jean Le Pen de Lignys als Hauptmann von Kapernaum. Der Künstler malte ebenfalls den Kreuzweg, in dessen Stationen sich das Leben der gefangenen Soldaten spiegelte. In der Apsis gipfelt das bildliche Programm mit dem erlösenden Gedanken der Auferstehung, die gleichzusetzen ist mit der Erlösung aus dem Kriegs- und Nachkriegsgeschehen. Die seitlichen Apsisfenster zeigen zwei Soldatenheilige, den heiligen Georg, der für die deutschen Soldaten steht, und den heiligen Martin, der für die französische Seite steht. Das Thema Frankreich verbirgt sich auch in den seitlichen Stirnwandbildern. Die Namenspatronin Therese von Lisieux wurde 1944 neben Jeanne d'Arc zur zweiten weiblichen französischen Schutzpatronin ernannt. Johannes Evangelist ist mit seinem Namen eine weitere Referenz an den Kommandant Jean Le Pen de Ligny. Im Fußboden der Kapelle befindet sich, verborgen unter einem Deckel, der Einstieg zu einem Zickzack-Deckungsgraben, für den sich der Name Bunker eingebürgert hat. Heute betritt man den Bunker über eine neue Treppe im Außengelände. Die Anlage entspricht den damaligen offiziellen Bestimmungen für den Bau von Luftschutzdeckungsgräben des Reichsministers der Luftfahrt von 1943. Der sogenannte Bunker lenkt wieder den Blick auf die Vorgeschichte der Kapelle, das Ostarbeiterlager. Solche Schutzeinrichtungen im Falle von Luftangriffen sind zum Beispiel aus dem Raum Stuttgart bekannt. Dort hielten zum Teil jedoch die Konstruktionen den Bombenlasten nicht stand und sehr viele Zwangsarbeiter kamen in den Deckungsgräben ums Leben. Nach Auflösung des Kriegsgefangenenlagers geriet die Kapelle beim Industriegebiet in Vergessenheit. Mit der Ankunft italienischer Gastarbeiter erhielt sie eine wiederbelebte sakrale Nutzung. Die Historie des Lagers und der Kapelle wurde auf Initiative des Singener Bürgers Wilhelm Weibel in mühseliger Arbeit zusammengetragen
und ins Bewusstsein gebracht. Die Theresienkapelle, scheinbar ein kleiner Schmuckerort der Andacht, ist ein gebautes zeitgeschichtliches Dokument, das vielfache Bedeutungsebenen birgt. Die unfreiwillige Zwangsarbeit unzähliger Menschen, zerstörende Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg, die Besatzungszeit nach dem Krieg, ihr Wert als Dokument einer sehr frühen französisch-deutschen Freundschaft, ein wichtiges Zeugnis des Umgangs im Nachkriegsdeutschland mit den Zeugnissen des Nationalsozialismus. Seien Sie eingeladen zu einem Besuch.